What's up, Little Chickens? Das neue Jahr ist angebrochen und was euch 2019 auf meinem Channel hier so erwarten wird, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Es ist soweit, das erste Video 2019 und ich hoffe, ihr seid alle ins neue Jahr gekommen und gut gestartet und wünsche euch natürlich ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2019. Meine Ziele sind klar definiert, wie ich es euch im letzten Video schon gesagt habe. Und in diesem Video geht es jetzt eben darum, wie geht es denn mit meinem Channel hier weiter? Denn in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten Wochen nach dem Wettkampf, da war es denn eher, hat sich so eingependelt, ein Video die Woche, die Wettkampfserie musste erstmal abgeschlossen werden. Und meine Planung jetzt für die Zukunft, für 2019, sind weiterhin 1 bis 2 Videos pro Woche, wie es auch zuvor der Fall war. Allerdings wird es jetzt erstmal die nächsten, die nächsten paar Monate so weitergehen, dass es tatsächlich bei einem Video die Woche erstmal bleiben wird. Aber langfristig wird es dann Richtung 2 bzw. 1 bis 2 natürlich wieder gehen. Und die Sendezeiten möchte ich etwas ändern. Das heißt, Mittwoch und Sonntag waren immer meine Tage, an denen die meine Videos kommen. Die Sendezeiten bleiben allerdings nicht mehr 18 Uhr, sondern 20 Uhr. Das heißt, in Zukunft Mittwoch und oder Sonntag 20 Uhr könnt ihr auf ein Video von mir bauen. Besser. Was meine Serien angeht, beziehungsweise die Videos, die in Zukunft kommen werden, werde ich ab jetzt wirklich hauptsächlich Vlogs machen. Denn ich habe einfach gemerkt, Vlogs sind das Format, das ich auch selbst mit Abstand am allerliebsten konsumiere und auch wirklich produziere. Macht mir wirklich einfach so unglaublich Spaß. Und es vereint auch im Gegensatz zu meinen anderen Videoserien alle meine Kernaspekte, Natural Bodybuilding, Motivation, Lifestyle, und es sind tatsächlich die Videos, die von euch am liebsten geguckt werden und am meisten geklickt werden. Das heißt, in jederlei Hinsicht macht es einfach Sinn, sich darauf zu konzentrieren. Keine Angst, die Vlogs werden nicht weiterhin so ausgedehnt und lang werden, wie es zum Beispiel die Wettkampfvideos waren. Das Ganze werde ich etwas komprimieren und kürzer halten. Ihr müsst euch also keinen Tag Urlaub nehmen, wenn ihr meinen Vlog angucken wollt. Das heißt, in Zukunft wird ein Video die nächsten Monate erstmal ein Video pro Woche wahrscheinlich kommen, wenn mal Zeit ist, auch zwei, aber dieses eine Video wird ein Vlog sein und wenn ich dann mal Zeit finde, noch ein zweites Video hochzuladen, dann wird es eins meiner anderen Serien sein, wie Train Smart, No Brain, No Gain, Inspiration Walk oder auch ein Video außerhalb meiner Serien. Und langfristig habe ich auch noch eine andere Serie in Planung, aber wie genau die aussehen wird, was sie beinhalten wird und wann sie kommen wird, werdet ihr natürlich zu gegebenem Zeitpunkt dann erfahren. Das ist also meine Planung für diesen Channel, für 2019. Wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, ich habe für mich meinen roten Faden und mich als YouTuber gefunden. Und das beinhaltet eben, dass ich gemerkt habe und festgestellt habe, Vlogs machen mir am meisten Spaß. Nein, es geht mir nicht darum, das Format zu finden mit dem heftigsten Content, um die mit Abstand meisten Abonnenten zu generieren. Nein, es geht mir wirklich darum, das zu machen, was mir am meisten Spaß macht und wo ich eben die meiste Freude und Leidenschaft reinstecken kann, und deswegen werden in Zukunft zum absoluten Großteil Vlogs kommen, natürlich in Ergänzung mit den anderen Serien, denn es ist nicht so, dass sie mir keinen Spaß machen, ganz im Gegenteil. Ich freue mich auf das neue Jahr, auf alles, was kommen wird, und bin auch vor allem mega gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Bin mega motiviert, das nächste Kapitel hat begonnen. Nächstes Kapitel. That was it, heute ist der 2. Januar. Das Jahr hat begonnen. I'm ready und ich hoffe, ihr seid es auch. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert mich hier unten. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich einen Daumen nach oben geben. Würde mich freuen, dann lasst den einen oder anderen Kommentar. Und dann, Little Chickens, let's make this year awesome. Und ich wünsche euch einen richtig geilen Abend. Haut rein! Kommen noch einige spannende Kapitel. 2020, 2021. Na, erstmal auf 2019 konzentrieren.